Es passierte bei einer Podiumsdiskussion anlässlich einer Kommunalwahl in der Schweiz, die live vom Fernsehen übertragen wurde. Ein Klimaaktivist klebte sich in Genf an das Pult des Moderators und zog damit alle Aufmerksamkeit auf sich, sehr zum Ärger des Journalisten. Es ist eine Schande, Sie nehmen eine demokratische Fernsehsendung als Geisel. Das Volk hat heute gewählt und Sie kommen hierher, um Ihre Hand an den Schreibtisch zu kleben. Das ist eine Schande. Ich weigere mich, diese Sendung mit Ihnen zusammen zu moderieren. Es ist eine Schande. Sie haben keine Rolle in dieser Sendung. Ich werde Sie nicht sprechen lassen. Sie haben nichts zu sagen. Ich werde jetzt darum bitten, dass Sie entfernt werden. Er hat sich an den Schreibtisch geklebt. Es ist eine Schande. Der Aktivist trug ein T-Shirt mit der Aufschrift Agir Ensemble, gemeinsam handeln. Nach einigem Hin und Her wurde er schließlich vom Pult des Moderators losgelöst und davongetragen. Nicht alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Podiumsdiskussion waren mit diesem Vorgehen einverstanden. Eine Frau bot dem Aktivisten sogar ihren Platz vor dem Mikrofon an. Doch der Mann wurde abgeführt. Die Klimapolitik ist auch in der Schweiz ein Thema, das heftig diskutiert wird. Im Juni ist eine Volksabstimmung über ein neues Klimagesetz geplant. La police cantonale intervient sur le plateau de l'Aimant Bleu en direct. On les remercie de rétablir l'ordre ici, alors que le peuple a voté et que la démocratie s'est exprimée. Certains prennent en otage la démocratie cet après-midi. Les voilà éloignés.